Hallo und herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal. Heute möchte ich ein Sonnenuntergangsmotiv aus Venedig für euch malen und ich hoffe, ihr habt Spaß zuzugucken und vielleicht das Motiv dann auch nachzuarbeiten. Im Sommer geht es für mich mit einer Malreise wieder nach Venedig. Das ist wirklich eine bezaubernde Stadt zum Malen. Ich war schon häufiger da, auch zum Malen, und habe das besondere Licht in der Stadt immer unvergleichlich gefunden. Die Malreise im Sommer nach Venedig ist schon ausgebucht. Es gibt aber auf anderen Malreisen noch einige Restplätze. Wenn du also Lust auf eine Malreise mit mir hast, schau mal unter dem Video, da habe ich den Link zu meiner Website gesetzt und du findest dort alle Infos zu den freien Malreisen. Jetzt geht's los mit unserem Venedig-Motiv. Viel Spaß dabei! Venedig ist immer eine Reise wert. Vor allem für Maler ist die Stadt seit jeher ein Traumziel. Das liegt einerseits an der wunderbaren Architektur der Palazzi und der vielen Brücken, aber auch an dem ganz besonderen Licht in der Lagune. Vor allem Sonnenauf- und Untergänge sind in Venedig spektakulär. Für alle diejenigen von euch, die auch von Venedig träumen, aber vielleicht aus verschiedenen Gründen nicht dorthin reisen können, kommt heute dieses Motiv. Die Materialien für mein heutiges Motiv sind Lichterocker von Winsor Newton, Lasurorange von Schminke, Alizerin-Karmesin, Neutraltinte von Winsor Newton, Lavendelblau von Miello, Ultramarin-Feinst und Titanweiß von Schminke. Kobalt-Türkis Light wird für die Spiegelung im Bild später auch verwendet. Diese Farbe ist hier leider nicht zu sehen. Bei mir kommt sie von Winsor & Newton. Ich arbeite auf Büttenpapier von Arche, 300 Gramm Graphin. Das Format ist ungefähr DIN A4. Die Pinsel sind ein Flachpinsel zum Auswaschen der helleren Stellen, ein Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12 für das Anlegen größerer Flächen und der Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10 aus meiner eigenen Pinselkollektion. Hier seht ihr das Referenzfoto für mein heutiges Motiv und hier liegt meine Skizze dazu. Ihr seht, dass ich den Gondelfahrer im Vordergrund gespiegelt habe. So fährt er besser in das Motiv hinein und bildet ein Gegengewicht zu den Formen der Häuser und der Kirche im Hintergrund. Für den Himmel male ich eine warme Grundierung mit lichter Ocker auf trockenem Papier. Mit Lasurorange und Alizerin-Karmesin intensiviere ich die Farbe, den Bereich um die Sonne spare ich dabei aus. Der Himmel soll in diesem Bild nicht die hellste Form werden, deshalb dunkle ich ihn jetzt noch einmal mit einer Mischung aus Orange und Rot und etwas Ultramarinblau kräftig ab. Für die Sonne umwickle ich ein Zentstück mit einem Stück Küchenrolle und hebe die helle Form der Sonne wie mit einem Stempel ab. Das Wasser soll in der Entfernung jetzt die hellste Form im Bild werden und daher arbeite ich hier mit viel Wasser im Pinsel. Die Farben sind im Grunde genommen genau die gleichen wie im Himmel. Es überwiegt zunächst das Orange in der Mischung. Nach vorne hin wird die Farbmischung cremiger und es kommt mehr Alizerin-Karmesin und später auch Ultramarinblau in die Fläche hinein. Ich arbeite auf trockenem Papier mit zügigem Pinselstrich, damit sich alle Farben auf dem Papier gut miteinander verbinden können. Dünne, blaue Pinselstriche deuten Wasserbewegungen im Mittelgrund an und ein paar orangefarbene Formen im Vordergrund verbinden die Farbigkeit der einzelnen Ebenen. Der erste Farbauftrag trocknet jetzt einmal durch und ich kann ankündigen, dass es auch für dieses Original-Aquarell wieder eine Versteigerung geben wird. Sie läuft vom 9. bis zum 12. März und du findest die Infos zur Versteigerung unter dem Video in der Videobeschreibung. Wenn dir das Bild gefällt, biete gerne mit. Wir schicken es dem Höchstbietenden per Post zu. Mit dem kleineren Pinsel geht es nun im zweiten Farbauftrag weiter.
Ich mische mir Lasurorange, Lavendelblau und Alizerin-Karmesin in verschiedenen Mischungen und male das entfernte Ufer mit den unterschiedlichen Silhouetten der Kirche und der verschiedenen Häuser. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, damit der Fokus im Bild ganz klar auf dem Gondelfahrer im Vordergrund liegen kann. Während ich diese Stadtsilhouette male, variiere ich die Farben häufig und in der Nähe der Sonne kommt etwas extra Orange in die Mischung hinein. Die gesamte Silhouette wird mit kräftigen Farben gemalt. Es ist jetzt sehr viel Pigment in meiner Farbmischung. Einige Details arbeite ich mit sehr cremiger Farbe in die Silhouette schon ein. Diese dünnen Striche verschwimmen ein wenig, da der Untergrund noch nass ist. Das gibt eine schöne Illusion von Entfernung. Nun arbeite ich den Gondoliere, die Gondel und die Spiegelung aus. Mit Cadmiumrot deute ich Gesicht und Hände der Figur an und mit Lavendelblau und Neutraltinte die Kleidung. Wichtig ist die leicht geneigte Körperhaltung, um die Kraft, die man beim Bewegen einer solchen Gondel braucht, anzudeuten. Mit Mischungen aus Sienna gebrannt, Neutraltint und Ultramarinblau male ich die Gondel. Im vorderen, unteren Bereich kommt ein wenig Orange mit dazu, um die Reflexion des Wassers anzudeuten. Der Farbauftrag für die Gondel ist noch feucht und so kann ich zügig die Spiegelung anschließen. Zwischen Gondel und Spiegelung entsteht so ein weicher Verlauf. Das Auge kann nicht mehr genau erkennen, wo die Gondel endet und die Spiegelung beginnt. Hier arbeite ich mit der Farbmischung Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Es folgt nun noch ein wenig Möblierung in der Gondel, die roten Sitze und ein Passagier wäre jetzt hier auch noch ganz schön. Das Ruder male ich mit einer Mischung aus Sienna gebrannt und lichter Ocker und die Figur des Gondoliere schattiere ich auf der linken Seite etwas ab. Mit Sienna gebrannt, Ultramarinblau und auch ein wenig Lasurorange male ich nun die Pfähle in der Lagune. Hier versuche ich mit raschem, gut gefüllten Pinselstrich den aufreißenden, trockenen Pinseleffekt zu erzeugen. Ich setze die Pfähle leicht geneigt in verschiedenen Größen und Abständen. Auch hier füge ich die Spiegelungen an und verwende dafür Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Mit der gleichen Farbe setze ich einige Wellenbewegungen ins Wasser und schaffe mit diesen leichten Dunkelheiten Struktur in der glatten Wasserfläche. Die Kante der gestempelten runden Sonne ist mir noch etwas zu scharf.
Ich löse sie mit dem Flachpinsel und klarem Wasser auf. So wirkt das Sonnenlicht etwas diffuser und mir gefällt es besser. Die Pfähle bekommen eine Lichtseite, die ich mit dem Flachpinsel aus der dunklen Farbe herausholen kann. Man könnte jetzt auch noch zeichnerische Details mit dem Pinsel aus der Stadtsilhouette herauswaschen. Hier ist meiner Meinung nach weniger mehr und ich denke, man sollte nicht zu sehr ins Detail gehen. Mit Titanweiß direkt aus der Tube gibt es noch einige Akzente im geringelten T-Shirt des Gondoliere und in der Gondel. Auch die Reflexion der hellen Sonne auf dem Wasser könnte man jetzt mit Weiß eintragen, falls im ersten Farbauftrag die hellen Stellen nicht ausgespart wurden. Das war's mit unserem heutigen Motiv. Ich hoffe, es hat dir wieder Freude gemacht. Schreib gerne in den Kommentaren, wie dir das Motiv gefallen hat, welche Motive du dir für die Zukunft hier auf dem Kanal wünschst und was du vielleicht sonst noch für Anregungen und Fragen hast. Falls ihr diesen Kanal hier finanziell unterstützen möchtet, diese Möglichkeit gibt es ja. Ihr findet alle Infos unten in der Videobeschreibung. Wir haben über den Weg, wie man Unterstützer dieses Kanals werden kann, einen extra Film gemacht. Hier verlinke ich ihn euch und ihr findet darin auch viele Infos, wie ihr Unterstützer werden könnt, wie ihr die Pakete wechseln könnt und welche Vergünstigungen ihr durch die Unterstützung noch bekommt. Ihr wisst ja vielleicht schon, Fotos und Skizzen gibt es für alle Unterstützer immer per Mail. Und es gibt hier auf YouTube auch regelmäßige Live-Abende. Das ist dann für die Pakete ab 5 Euro, an denen wir gemeinsam malen. Wir haben jetzt hier im Kanal über 800 Unterstützer. Vielen Dank an alle, die uns mit der Unterstützung helfen, hier für euch regelmäßig Aquarellfilme bereitzustellen. In der nächsten Woche geht es mit einem spannenden Thema hier auf dem Kanal weiter. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist und sage Tschüss, bis dahin.